Ja, ich darf euch heute dienen und darf euch eine der schönsten Geschichten aus der Bibel erzählen, die ja, es gibt. Aber wir wollen einfach anfangen und jeder von euch kennt diverse Sprichwörter und auch dort gibt es Dinge, dass ihr zum Beispiel kennt, jeder, der sich eine Suppe eingebrockt hat, der muss sie auch wieder auslöffeln oder etwas auf seine Kappe nehmen, seinen Kopf hinhalten, dafür gerade stehen. Das sind alles Sprichwörter, die eins gemeinsam haben. Und zwar geht es dafür oder darum, dass man Verantwortung für sein eigenes Handeln übernimmt. Irgendwann wird man erwachsen und dann fängt das an, dann flattern die ersten Rechnungen ins Haus und man muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Wenn ich telefoniert habe, muss ich das auch bezahlen. Verantwortung übernehmen für was oder vor wem, wäre hier die Frage. Wir lesen in 1. Petrus 4, Vers 5, Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist zu richten, die Lebendigen und die Toten. Verantwortung für sein Handeln übernehmen ist erstmal eine unangenehme Sache. Da hört der Spaß meistens dann auf. Man muss Verantwortung übernehmen für Dinge, die man getan hat, große und kleine Sünden, Dinge, wo man einfach irgendwo vielleicht manchmal auch nicht weiß, was man getan hat. Weil dann könnte zum Beispiel die Frage kommen, Sünde in meinem Leben? No, auf gar keinen Fall. Alle anderen, das sehe ich immer sofort, wer was falsch macht. Der Nachbar, schon wieder. Der hat schon wieder das Wasser aus dem Keller benutzt. Ja, man ist immer sehr schnell dabei. Aber auch dort darf ich einfach sagen, ich bin davon auch betroffen. Es ist sozusagen kein Mensch auf dieser Erde, der nur gerecht ist. Das können wir nachlesen in Prediger 7, Vers 20, weil kein Mensch auf der Erde so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Oder in Psalm 14, Vers 3, aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Keiner ist, der Gutes tut, auch nicht einer. Aber Sünde, was soll denn das? Also was ist das? Woher kommt das? Und wieso soll das in meinem Leben sein? Sünde kommt ursprünglich aus dem Hebräischen und heißt Übertretung der Grenze oder das Ziel verfehlen. Da spricht man oftmals vom Bogenschießen, so wenn der Pfeil... Und er geht an der Scheibe vorbei, die ja meistens schon nicht klein sind. Dann ist man am Ziel vorbeigeschossen. Oder man könnte auch davon sprechen, dass man oftmals Bedienungsanleitungen hat, die man irgendwo, wir Männer sind da ganz, wir können Bedienungsanleitungen, brauche ich nicht, schaffe ich auch so. Und dann kann es natürlich passieren, dass Dinge passieren, die sind jetzt nicht super, so wie auf diesem Bild. Ja, weil es kommt eigentlich was anderes dort hinein. Und dann, wer hat den Schaden? Ich habe mir ein tolles Auto gekauft und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Dort muss ich Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Oder man könnte die Gebrauchsanweisung oder die Bedienungsanleitung lesen. Und dort liegt es nahe, dass der Verein Bibel europaweit Bibeln anbietet, weil die einfach eine Gebrauchsanweisung für unser aller Leben irgendwo beinhalten. Und auch Sünde, wenn sie in unserem Leben denn ist, hat Konsequenzen. Eine der gravierendsten Konsequenzen ist, sie trennt uns von Gott. Denn Gott kann nicht mit Sünde zusammen sein, das geht nicht. Dort ist eine Riesenlücke plötzlich. Und auch dort gibt es Dinge, die wir manchmal gar nicht so bewusst sehen. Lügen, betrügen, stehlen, fluchen, jemand Schaden zufügen, aber auch die Straßenverkehrsordnung.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben, heißt es. Und somit glaube ich persönlich daran, dass auch die Straßenverkehrsordnung eine Sache ist, wo es darum geht, sich unterzuordnen. Gott sagt es in seinem Wort, ordnet euch der Obrigkeit unter. Aber wieso soll ich da 30 fahren? Ich kann doch mit Sicherheit 70 fahren. Ist doch gar keiner da. Und schwupps, tun wir Dinge, die gar nicht so toll sind. In 1. Johannes 3, Vers 4, ein jeder, der die Sünde tut, übertritt das Gesetz. Und die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Dort sind wir, dass es viele Dinge gibt, die wir unbewusst vielleicht tun. In Markus 7, 21, Vers 23 steht, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen hervor die bösen Gedanken, Unzucht, Mord, Diebstahl, Ehebruch, Geiz, Bosheit, Betrug, Üppigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das heißt, ich bin zum Beispiel Erzieher und ich arbeite mit schwer erziehbaren Kindern und Jugendlichen. Und wenn man dort mal so fragt, hör mal, boah, du kannst so richtig toll lügen. Hast du das irgendwo gelernt oder hat dir das einer beigebracht oder warum kannst du das so gut? Nee, das kann ich schon immer. Ja, wir merken, in vielen Dingen ist einfach das Böse ganz tief in uns drin. Aber es gibt auch Dinge, man könnte jetzt sagen, boah, da ist von Mord gesprochen. Mit Mord habe ich nichts an der Mütze, wirklich. Ich bin vielleicht mal zu schnell gefahren oder ich habe mir mal einen Apfel mitgenommen, der mir nicht gehörte. Aber mit Mord, no sir, da habe ich nichts mit zu tun. Jesus sagt in der Bergpredigt unter anderem, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt übersetzt Schwachkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Es sind viele Dinge, die wir in der Bibel lesen, wo man denkt so, okay, heftig. Aber wie oft rutscht mir das zum Beispiel im Straßenverkehr, ich werde geschnitten, irgendeiner nimmt meine Vorfahrt und schwupp, sagt man etwas, wo man im Nachhinein dann denkt, oh, bitte verzeih mir, ich wollte das nicht sagen. Aber weil das einfach ungefiltert nach draußen kommt manchmal. Und ich glaube, keiner von uns ist so reflektiert, dass er nur Gutes von sich gibt. Und dann gibt es Dinge, von denen wir gehört haben, wo man sagt, Ehebruch, damit habe ich auch nichts an der Mütze. In Matthäus 5, 27, Vers 28 heißt es, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Bäm. Und auch dort, so leid es mir tut, bin ich auch schuldig. Wir in Deutschland, wir leben in einer Zeit, in der Freizügigkeit ganz weit vorne steht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Diskussion in den Freibädern oder in den Hallenbädern. Schrecklich. Ein Grund für mich, nicht mehr dorthin zu gehen. Einfach, um mich auch ein Stück weit zu schützen. Aber was passiert denn mit mir, wenn ich eine solche Last in meinem Leben irgendwo auf mir habe? Wenn ich arbeiten gehe, dann hoffe ich, dass ich mein Geld dafür bekomme. Das ist auch heute nicht mehr ganz so selbstverständlich. Aber in den allermeisten Fällen kriege ich jeden Monat meinen Gehaltscheck. Und da ist mein Geld drauf und ich weiß, dafür gehe ich arbeiten. Aber wie ist es, bekomme ich auch etwas dafür, dass ich Dinge tue, die die Bibel Sünde nennt? Ja, in Römer 6, 23, da sind wir jetzt ein bisschen durcheinander. In Römer 6, 23,
der Lohn für die Sünde. Denn der Erlös, der aus der Sünde kommt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wow, es gibt Tod und ewiges Leben. Gnadengeschenk. Ein Geschenk. Wie komme ich da dran? Kann ich es kaufen? Kann ich es gewinnen? Kann ich irgendetwas dafür tun? Weil das hört sich für mich jetzt erstmal besser an als der ewige Tod. Gnadengeschenk. Ein schönes Wort. Aber wir haben auch gelesen, dass die Sünde der Sold ist und dass wir dafür den Tod haben müssen. Und da setzt die wunderbare Geschichte dieser Bibel an. Es gab einen, der sein Leben stellvertretend gesagt hat, ich werde für dich sterben. Ich werde diesen Weg gehen. Jesus Christus gab sein Leben für uns. Er hat sein Leben hingegeben für mich, für dich und für uns. Aber dieses Geschenk gilt es anzunehmen. Sein Leiden für dich. Dieser Weg war kein einfacher. Man sagt es so, ja, er ist für dich gestorben. Die Plumbunte, so nannte man das römische Folterinstrument. Es war eine Peitsche mit dünnen Lederriemen, an deren Enden kleine Metallkügelchen hingen. Und bei jedem Hieb, die diese Peitsche ausgeteilt hat, wurden im wahrsten Sinne des Wortes kleine Fetzen Haut mit abgerissen. Und dann, es war noch nicht alles, wurde ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Und jede dieser Dornen durchbohrte mehr oder weniger und sorgte dafür, dass es blutet. Und wenn ich mir überlege, dass ich das hätte alles erleiden müssen, dass das eigentlich für meine Sünden passiert ist, wie wunderbar ist es dann? Und dann hat man ihn mehr oder weniger aus der Stadt herausgebracht, nach Golgatha, die da heißt Schädelstätte. Er wurde begafft, bespuckt, geschlagen. Und dann wurde er ans Kreuz genagelt. Um unserer Sünde willen. Sein Sterben für dich und für mich und für uns. Er hat die Last der ganzen Welt getragen. In Jesaja 53, 4 bis 7 lesen wir, doch wahrlich, unsere Krankheiten trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Da er misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Wir müssen uns das so vorstellen, die Sünde der ganzen Welt, was passiert ist, was gerade passiert und was passieren wird. All das hat Gott ihm auferlegt. Und am Anfang haben wir gehört, Sünde trennt uns von Gott. Und auch dort, in diesem Augenblick, kurz vor seinem Tod, war Jesus ganz alleine. Und er, der der Sohn Gottes ist, hätte jeden Augenblick das ganze Szenario beenden können. Er hätte Heerscharen von Engeln herbeirufen können und alle platt machen. Hat er aber nicht getan. Und das ist unbeschreibbare große Liebe, die Gott dort mehr oder weniger uns teilhaben lässt. Stellvertretend für jeden Einzelnen von uns ist er gestorben. Das Sterben des einen für die vielen.
Und auch in keiner anderen Religion dieser Erde ist sozusagen in Anführungsstrichen der Anführer für seine Leute gestorben. Immer wird irgendwas erwartet, aber Jesus hat es getan. Gott hat es getan. In Johannes 3, Vers 16, einer der bekanntesten Verse, so sehr hat Gott jeden Einzelnen, hat er dich geliebt, hat er mich geliebt, er hat uns geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, auf das alle, die das annehmen, das Gnadengeschenk, das annehmen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nur noch mal zur Erinnerung. Jesus Christus gab sein Leben stellvertretend für uns hin. Und der Erlös der Sünde, die eigentlich, da müssen wir nicht drüber reden, jeder in seinem Leben hat, ist er für uns ans Kreuz gegangen. Denn Gott hat Jesus Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Wow, das ist super, das ist gut. Das ist die beste Botschaft der Bibel, die wir hören könnten. Dieses Gnadengeschenk, wir können es annehmen. Wir dürfen leben. Und das auf ewig, mit ihm zusammen. Alleine 1000 Jahre Hochzeit feiern. Der den Sitzplatz neben mir hat, der wird sich noch wünschen, woanders zu sitzen. Ich kann viel reden. Die Ewigkeit ist ein Zeitbegriff, den wir nicht wirklich definieren können. Wenn man sich überlegt, jedes Jahr kommt ein Rabe, der am Mount Everest, 9000 Meter, seinen Schnabel einmal scharf wetzt. Und dann fliegt er weg und kommt nächstes Jahr wieder, weil der Schnabel wieder stumpf geworden ist. Ja, und er wetzt sich wieder am Mount Everest, der vielleicht auch noch aus Diamant ist. Ja, und der ganze Berg, der ist dem Erdboden gleich gewetzt. Dann ist vielleicht eine halbe Sekunde der Ewigkeit vergangen. Und da haben wir die Entscheidung, wo möchten wir unsere Zeit verbringen? In der ewigen Verdammnis oder bei ihm? Und er hat alles für uns getan. Wir können es nicht kaufen, wir können es nicht irgendwie erzeugen oder machen oder tun. Keiner von uns ist gerecht genug dafür. Jesus hat alles am Kreuz getan. Wir müssen es nur annehmen. Haben wir mit eingestimmt, als gesagt wurde, du gehst ans Kreuz? Jesus erlebte in dem Augenblick wirklich totale Gottverlassenheit. Aber er war gehorsam, damit alle von uns gerettet werden können. Hast du Frieden mit Gott? Durch seine Striemen sind wir geheilt. Hast du eine Entscheidung getroffen in deinem Leben? Ist deine Seele von Sünde abgewaschen, reingewaschen, frei von jeglicher Schuld? Hast du tiefen inneren Frieden? Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das sind wunderbare Aussichten, Leute. Das paradoxe Kreuz, nur um es noch einmal zu zeigen. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welche der Welt Sünde trägt. Zum Ende möchte ich euch noch ein paar bewegende Zeilen vorlesen von John Bunyan. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber er hat zum Beispiel auch die Pilgerreise geschrieben. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müder Pilger du. Bei dem Kreuz kannst du rasten, da ist Ruhe. Unter des gerechten Ruten, sie am Kreuze stammen, für dich dulden und verbluten, Gottes Lamm. An dem Kreuz trug der Reine deiner Sünde Lohn. Sieh, wie liebt dich dieser eine, Gottes Sohn. Da stillt er dein heiß Verlangen, heilet deinen Schmerz. Frieden wirst du da empfangen, müdes Herz. Trost, Vergebung, ewiges Leben fließt vom Kreuz dir zu. Bei dem Kreuz wird er dir geben Himmelsruh. Ich kann nur aufrufen, wenn jemand spürt,
er braucht Gespräch oder er möchte Gebet haben. Oder es gibt vielleicht das ein oder andere, wo man einfach eine Entscheidung treffen muss. Und ich sage immer, man kann es für sich alleine in seinem stillen Kämmerlein tun. Man kann aber auch ein optisches Signal einfach abgeben in die sichtbare und auch in die unsichtbare Welt, dass man von diesem Gnadengeschenk, dass man das annehmen möchte, dass man sagt, ja, wieder neu. Jeden Morgen müsste man eine Entscheidung treffen. Und ich weiß nicht, ob wir gleich vielleicht das Lied von heute Morgen nochmal spielen können, was wir gehört haben. Das brachte es so auf den Punkt, dass man einfach eine Entscheidung trifft. Dankeschön. Amen.